Jo, meine Freunde, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer nächsten edlen Reaction auf meinem Reaction-Kanal. Wir haben heute irgendwie einen True-Crime-Tag. Wir reagieren nämlich jetzt auf Insolito. Mordopfer prophezeit den eigenen Tod. Triggerwarnung an der Stelle. Wer es nicht aushalten kann, besser skippen. Der Fall Michelle Linehan oder so? Abfahrt. Ein Mann verschwindet unter mysteriösen Umständen. Und anscheinend hat er gewusst, dass das passieren wird. Denn als er noch am Leben war, hat er seinen Eltern einen Brief gegeben, mit der Anweisung, ihn nur öffnen zu dürfen, wenn er unter mysteriösen Umständen verschwindet. Ist schon eine steile These so, ne? Also nicht These, sondern eine steile Aussage, dass du deinen Eltern irgendwie einen Brief gibst und dann sagst, ey, wenn ich auf mysteriöse Art und Weise verschwinde, dann öffne den. So, hä? Wer kennt's nicht? Habe ich meiner Mutter auch schon oft gegeben. Bin halt bis jetzt noch nicht mysteriös verschwunden. Und in diesem Brief stehen drei Namen. Und ein paar Zeilen Text, in denen er schreibt, dass einer von ihnen für seinen Tod verantwortlich ist. Wer aber genau? Das müssen die Eltern und Ermittler herausfinden. Ist übrigens mein erstes Video von Insolito, heißt der, ne? Alle kennen ihn, nur ich nicht. Insolito, ja. Ist mein erstes Video von ihm. Ich bin wirklich gespannt, Chat. Ihr habt es vorgeschlagen. Lass mich überraschen. Die Geschichte beginnt aber bei einer anderen Person. Michelle lebt ein gutbürgerliches, vielleicht beinahe spießiges Leben. Sie ist Akademikerin, ihr Mann Arzt. Gemeinsam wohnen die beiden mit ihrer kleinen Tochter in Washington. In den 90er Jahren, bevor sie später einmal heiraten wird, heißt Michelle Linehan noch Michelle Hughes. Sie möchte unbedingt einmal studieren, aber das ist in den USA sehr teuer. Mit 18... In Deutschland, by the way, auch. Also ich weiß nicht, ob ihr was studiert habt. Wenn ihr in Deutschland an einer Fernuni studiert, so wie ich, seid ihr für einen Bachelor auch mal ganz geschmeidige 10.000 bis 15.000 Euro los. In den Jahren zieht sie allein von ihrer Heimat in Louisiana nach New York City. Einige Jahre später verschlägt es sie nach Alaska, in die Stadt Anchorage. Michelle kommt mit einem Plan dorthin. Sie will erst einmal Geld verdienen, um genug Rücklagen für ihr bevorstehendes Studium anzusparen. Deshalb nimmt sie einen Job in einem Lokal namens Great Alaskan Bashko an, einem Stripclub. Dort erhofft Michelle sich das große, schnelle Geld. Und dieser Plan geht tatsächlich auf. Pro Nacht verdient sie zwischen 1.000 und 3.000 US-Dollar. Und nicht nur das, die Kunden des Lokals lieben Michelle. Immer wieder bringen sie ihr Geschenke mit, Schmuck, hochwertige Kleidung und andere Aufmerksamkeiten. 1.000 bis 3.000 Euro, sage ich schon, Dollar pro Nacht bei einem Stripclub? Ihr wisst Bescheid, Chat, falls das mit Twitch und YouTube nichts wird bei mir, dann Abfahrt. 1994 betritt ein Mann den Stripclub, der von Michelle ganz besonders angetan ist. Der damals 34 Jahre alte Kent Lepping. Kent ist ein schüchterner Typ. Er arbeitet als Fischer, ist naturverbunden und lebt ein ruhiges Leben. Er fühlt sich sofort zu Michelle hingezogen und beginnt sich in die junge Frau zu verlieben. Die beiden fangen auch an, sich regelmäßig zu treffen. Kent ist hilfsbereit und unterstützt Michelle, wo er nur kann. Er leiht ihr Geld und übernimmt sogar die Kosten für Renovierungsarbeiten in ihrer Wohnung. So weit, so gut. Die beiden verloben sich nach nur einem Monat Beziehung. What? Ey, komm, also nach einem Monat Beziehung sich zu verloben, finde ich stabil. Also, nach einem Monat kennst du den Partner doch noch gar nicht richtig. Oder, Chat? Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, nach einem Monat verloben. Naja, muss jeder letztendlich selber wissen, finde ich aber sehr steil. Kent macht Michelle einen Antrag. Er ist sich sicher, dass er sie heiraten will und dass sie die Frau fürs Leben ist. Was man halt so nach einem Monat feststellt. Ich verstehe. Aber als Kent Michelle dann auch noch zur Begünstigten seiner Lebensversicherung macht und in ihr Testament schreiben lässt, werden Kents Eltern skeptisch.
Sie lernen Michelle bei einem gemeinsamen Treffen kennen. Anhand der Erzählungen ihres Sohnes haben sie die große Liebe zwischen den beiden erwartet. Aber Michelle wirkt gegenüber Kent eher distanziert. Und das, obwohl er sie so schnell wie möglich heiraten möchte. Kents Mutter sagt in einem späteren Interview, sie habe das ungute Gefühl gehabt, Michelle würde es mit ihrem Sohn nicht ernst meinen. Sie weiß zwar gar nicht, dass Michelle als Stripperin arbeitet und dementsprechend täglich engen Kontakt zu anderen Männern hat, dennoch vermutet die besorgte Mutter, die Verlobte ihres Sohnes könnte ihm fremdgehen. Und sie hat leider recht. Denn Kent ist nicht der einzige Mann, mit dem Michelle eine Beziehung führt. Ja, die wollte das ganze Geld mitnehmen, ne? Ah, die hat denen wahrscheinlich allen so schöne Augen gemacht und dachte sich, die nutze ich alle mal richtig krass aus und gönn mir von jedem die ultimative Kohle. Das wird's vermutlich sein. Calvin, moin, schön, dass du dabei bist. Er ist nicht einmal der einzige Mann, mit dem sie verlobt ist. Ende 1994... Er ist nicht mal der einzige Mann, mit dem sie verlobt ist? Ja gut, Chat, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich lernt Michelle einen weiteren Kunden des Stripclubs kennen. Einen Mann namens Scott Hilke. Auch mit ihm verlobt sie sich. 10 Tage nach ihrer Verlobung mit Kent. Ebenso wie mit einem Mann namens John Carlin, der im Sommer 1995 in den Stripclub kommt. Die Männer ahnen natürlich nicht, dass Michelle Linehan mit 3 Männern gleichzeitig verlobt ist. Jo! Und alle deutlich älter, oder? Gerade der Linke. Ja, ich weiß ja nicht, Chad. Ich weiß ja nicht. Nicht nur Doppelbeziehung, sondern Dreifachbeziehung. Das Problem an der Sache ist, dass die Männer untereinander sich nicht kennen. Sonst würde ich sagen, ist eine entspannte Viererbeziehung. Aber so ist es eher, sie zockt die Typen ab. Zumindest bis John Carlin irgendwann dahinter kommt. Dieser ist allerdings so verliebt in Michelle, dass er bereit ist, ihre parallelen Beziehungen... Pingos Lady schreibt, wäre mir zu anstrengend. Boah, ich weiß nicht. Also ich bin ja eine offene Person, ihr wisst Bescheid, ne? Und wenn ich eine offene Beziehung führen wollen würde, mit 3 anderen noch dazu? Weiß nicht. Würde ich jetzt kategorisch nicht ausschließen. Ehrlich, wenn alle damit fein sind so und jeder möchte sich irgendwie nicht so wirklich binden. Ach, naja, muss jeder selber wissen. ...in Kauf zu nehmen. Das Ganze läuft mehrere Monate lang so weiter. Michelle Linehan ist zum Jahreswechsel 1996 also mit 3 Männern gleichzeitig verlobt. Mit Kent Tepnick, mit Scott Hilke und auch mit John Carlin. Meine Güte, ey. Aber der Linke, der sieht auch echt gruselig aus, ne? Also keine Beleidigung an der Stelle, aber der hat richtig rot unterlaufene Augen, der hat brennende Ohren. Keine Ahnung, der sieht creepy aus, Chat. Michelle und Scott trennen sich nach etwa 1 Jahr Verlobung. Sie sehen einander nur noch gelegentlich. Michelle bleibt aber mit Kent und John zusammen. Während John aber weiß, dass Michelle neben ihm auch mit Kent zusammen ist, ist Kent ahnungslos. Hä? Okay, wir müssen das mal alles jetzt verarbeiten. Den einen Typen hat sie scheinbar irgendwie in den Wind geschossen. Okay, dieser John, also der Rechte von beiden, weiß, dass es noch eine Beziehung mit dem Kent gibt. Kent weiß aber scheinbar nichts von John. Wusste Kent denn was von dem anderen Typen oder denkt Kent, dass er the only one ist? Das ist ja auch komplett wild, oder? Meine Güte. Er glaubt, er und Michelle seien in einer klassischen monogamen Beziehung. Okay. Von der Verlobung zwischen seiner Freundin Michelle und John ahnt Kent nichts. Er ahnt auch nicht, dass er in wenigen Monaten tot sein wird. Ja gut, Chat, wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon? Ende April 1996 kommen die Eltern von Kent für ein Wochenende zu Besuch. Sie wohnen in Michigan und bis nach Alaska, wo Kent und Michelle leben, ist es ein gutes Stück. Kent und Michelle wohnen derzeit nicht in ihrem eigentlichen Haus, sondern sind bei John Carlin untergekommen. Denn das Haus von Michelle und Kent wird zu diesem Zeitpunkt renoviert. Kent wohnt mit Michelle also bei dem Mann, mit dem Michelle heimlich ebenfalls verlobt ist. Alter, das, wie wild... Also das kann man ja nicht dramatischer skripten.
hä, die ist mit beiden hier am Tisch verlobt. Und der Rechte weiß davon nichts, dass der Linke auch mit ihr... Ich komme nicht mehr hinterher, Chat. Das ist für meinen Kopf gerade zu viel. Was ist das für eine abgezockte Frau eigentlich? Michelle behauptet Kent gegenüber, John sei einfach nur ein guter Freund, beinahe wie eine Vaterfigur für sie. Und Kent kauft ihr diese Geschichte ab. Als Kents Eltern Ende April 1996 zu Besuch kommen, treffen sie allerdings nur ihren Sohn. Seine Verlobte ist nicht zu Hause. Michelle ist unauffindbar. Kent macht sich riesige Sorgen, vor allem als Michelle auch über Nacht nicht nach Hause kommt. Es ist, als sei sie spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Als die Eltern von Kent nach dem Wochenende abreisen, fehlt noch immer jede Spur von ihrer zukünftigen Schwiegertochter. Kurz nachdem Kents Eltern wieder zu Hause in Michigan ankommen, liegen zwei Briefe in ihrem Briefkasten. Beide sind von ihrem Sohn. Und das, obwohl sie ihn ja gerade erst gesehen haben. Oder sind das Fake-Briefe, Chat? Wobei, wenn es handschriftlich ist, dann wird man ja die Handschrift vom Sohn erkennen, oder? Die Eltern öffnen den ersten Brief. Darin steht, sie sollten den zweiten Brief nur dann öffnen, wenn er unter mysteriösen Umständen versterben sollte. Kents Eltern sind natürlich in allerhöchster Alarmbereitschaft. Sie rufen Kent sofort an, erreichen ihn aber nicht. Der Tag, an dem Kents Eltern die Briefe erhalten, ist der 2. Mai 1996. Aber wie weird ist das? Die kriegen einen Brief von ihrem Sohn, also nee, zwei Briefe, und den zweiten dürfen sie nur öffnen. Also, ihr könnt mir doch jetzt erzählen, was ihr wollt, aber die Eltern werden doch den zweiten Brief vermutlich alleine schon aus Angst instant geöffnet haben, oder nicht? Als ob, stell mal vor, du bist irgendwie Elternteil, dein Sohn schickt dir irgendwie einen Brief, wo drin steht, den zweiten darfst du nur öffnen, wenn ich sterbe. Instant den zweiten geöffnet, instant. Das wird doch jeder machen. Kein Mensch wird sagen, ach ja, wenn mein Sohn dann stirbt, dann legen wir den mal irgendwie zur Seite, den Brief, und öffnen dann, wenn es halt soweit ist. Ist schon wild, auch davon auszugehen, dass die eigenen Eltern das auch genau so machen. Das ist what? Derselbe Tag, an dem Kent tatsächlich tot aufgefunden wird. Sein Leichnam wird an einer abgelegenen Landstraße gefunden. Er wurde erschossen. Eine Tatwaffe wird nicht am Auffindeort gefunden. Dafür leere Patronenhülsen. Kents Mörder hat dreimal abgedrückt. Und basierend auf den Autopsieergebnissen nicht bei einer versehentlichen Schussabgabe, sondern mit voll... Ja, also sorry, Chat. Dreimal schießen? Wie will man denn dreimal aus Versehen schießen? Hä? ...vollem Bewusstsein und der Absicht, seinem Leben ein Ende zu setzen. Kent hat eine Schusswunde am Hals, eine am Bauch und eine dritte mitten im Gesicht. Boah. Einen Raubmord kann man ausschließen. Kent trägt noch immer seinen Schmuck. Auch sein Portemonnaie inklusive Bargeld ist noch da. Irgendjemand wollte den 36-Jährigen ganz gezielt ermorden. Beinahe hinrichten. Als Kents Eltern von dem Mord an ihrem Sohn erfahren, zögern sie keine Sekunde. Sofort öffnen sie den zweiten Brief, den ihr Sohn... Ja, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die gewartet haben. Und auch, guck mal, auch wenn die von dem Tod des Sohns erfahren, ist doch auch nicht die erste Intention, dann zum Brief zu rennen und den zweiten Brief aufzumachen. Sondern du bist doch dann in so einer emotionalen Ausnahmesituation. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube dem Fall kein Wort. Sohn ihn vor ihrem Tod geschickt hat. Den sie nur dann öffnen sollten, sollte er unter mysteriösen Umständen versterben. Und in diesem Brief stehen drei Namen. Michelle, John und Scott. Ken schreibt, einer dieser drei sei wahrscheinlich für seinen Tod verantwortlich, sollte ihm etwas zugestoßen sein. Also Michelle, seine Verlobte, John, der ebenfalls mit Michelle verlobt ist, ohne dass Kent etwas davon weiß, und Scott, mit dem Michelle eine Zeit lang ebenfalls parallel verlobt war, der... Den kannte er jetzt aber doch? ...der die Verlobung aber aufgelöst hat. Oho. Scott Hilke kann als Verdächtiger schnell ausgeschlossen werden. Er befindet sich zum Tatzeitpunkt in einem anderen Bundesstaat und hat ein wasserdichtes Alibi. Denn er ist im Urlaub am Lake Tahoe. Und zwar zusammen mit Michelle Linehan, seiner Ex-Verlobten. Das ist doch... Also wenn das ein wasserdichtes Alibi ist, Chat, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh mein Gott, was für eine Geschichte, ey. Offenbar hat sich Michelle auch nach der Trennung noch mit ihrem dritten Freund getroffen.
und als Scott von der Polizei konfrontiert wird, beschleicht ihn direkt ein Verdacht. Nicht nur er hat nun ein Alibi für den Mord an Kent, sondern auch Michelle. Und Scott glaubt, dass Michelle den Kurzurlaub mit ihm genau dafür genutzt hat, um ein Alibi zu haben, das sie davor bewahrt, mit dem Mord an Kent in Verbindung gebracht zu werden. Und pass auf, Chad. Sie hat den einen Typen mit der Fastglatze angestiftet zum Mord, oder? Macht das Sinn? Und hat sich dann ein Alibi verschafft, indem sie mit dem anderen Typen abhing. Aber jetzt ist die Frage, warum plant man einen Mord? Da muss es ja wahrscheinlich dann um die ganzen Besitztümer. Wie war denn das am Anfang? Hat die da irgendwie, wurde die da eingetragen in die Erbschaft-Dings? Ich glaube ja, ne? Das ist so komplex, das verarbeitet mein ADHS-Kopf gerade nicht. Und Michelle hat Lake Tahoe an einem auffälligen Tag wieder verlassen. Ihr Rückflug ging am 1. Mai, also einen Tag bevor Kents Leichnam gefunden wurde. Für die Polizei macht das Michelle nur noch mehr verdächtig. Kent Lapkins Leichnam wird nicht in seinem Heimatort Anchorage gefunden, sondern in einem kleinen Ort namens Hope. Wie er dorthin gekommen ist, ist bis heute unklar. Denn Kents Auto steht noch immer in Anchorage, wo er zum Zeitpunkt seines Todes gemeinsam mit Michelle bei John Carlin lebte. In Kents Auto wird eine handgeschriebene Notiz gefunden. Später wird sich herausstellen, dass Michelle diese Notiz irgendwo platziert haben muss, damit Kent sie findet, um ihn nach Hope zu locken. Und damit zu seinem Mörder in seinen sicheren Tod. Durch die Notiz sollte es für Kent so aussehen, als würde sich Michelle in Hope mit einem anderen Mann treffen. Das sollte ihn dazu bringen, dorthin zu fahren und nach ihr zu suchen. In der Notiz heißt es, Michelle habe eine abgelegene Hütte in den Wäldern von Hope gebucht. Und genau diese sucht Kent am 2. Mai 1996, um Michelle endlich aufzuspüren. Denn falls ihr es vergessen habt, seit die Eltern von Kent da waren, ist Michelle verschwunden. Doch diese besagte Hütte existiert nicht. Michelle und ihr Komplize haben sie sich ausgedacht, um Kent an einen abgelegenen Ort zu locken und ihn dort zu ermorden. Bei den Befragungen wird Michelle auch auf ihre ungewöhnlichen Lebensumstände angesprochen. Michelle behauptet aber felsenfest, sie und John seien gar kein Paar. John sei eigentlich schwul. Die beiden würden... Ja, das ist die beste Ausrede ever. Ey, was eine wilde Geschichte bis hierher, Chad. ...ihre Beziehung nur vortäuschen, um seine konservativen Eltern zu besänftigen. Die beiden seien einfach sehr enge Freunde und sie würde ihm einen Gefallen tun. Die Polizei glaubt Michelle zwar nicht, hat aber auch keine Beweise gegen sie. Die Tatwaffe wird nie gefunden und es gibt keine DNA-Spuren, die Michelle oder John als Kents Mörder überführen können. Und deshalb wird keiner der beiden für den Mord an Kent belangt. Zumindest für 10 Jahre nicht. What? Also 10 Jahre lang blieb dieser Fall, naja, in großen Teilen ungelöst, weil es keinen verurteilten Täter gab. Okay. Eieiei. Playa, danke für dein Follow. Grüße gehen raus. ...2005 wird der Fall noch einmal neu untersucht. Michelle und John sind kein Paar mehr. Beide haben ihre Leben getrennt voneinander weitergelebt. Michelle ist nach Washington gezogen und hat dort eine Familie gegründet. John Carlin hat einen inzwischen erwachsenen Sohn. Er war zum Zeitpunkt der Ermordung von Kent 17 Jahre alt und ist nun bereit, über merkwürdige Vorkommnisse zwischen seinem Vater und seiner damaligen Partnerin Michelle zu reden. Bruder, der sieht einfach 1:1 aus wie sein Vater, ey. Johns Sohn sagt gegen... Oder? Oh mein Gott, die sehen sich so hart ähnlich. ...über der Polizei nun aus, sein Vater habe damals eine Schusswaffe gekauft. Und eines Abends, kurz bevor Kents Leichnam auftauchte, ließ John die Waffe stundenlang in einer desinfizierenden Flüssigkeit einweichen. Wie Johns Sohn inzwischen erkannt hat, wahrscheinlich um seine Fingerabdrücke auf der Waffe zu verwischen. Denn der Polizei hat John Carlin damals erzählt, er habe nie eine Schusswaffe besessen. Durch die Aussage von Johns Sohn kommt nun wieder Bewegung in den Mordfall Kent Lapping. Die Staatsanwaltschaft entscheidet sich dazu, John Carlin und seine ehemalige Verlobte Michelle Linehan wegen des gemeinschaftlichen Mordes an Kent Lapping anzuklagen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, Michelle sei durch den Film The Last Seduction zum Mord an Kent inspiriert worden. Ich sehe meinem Vater auch sehr ähnlich, ist ja auch nicht so selten. Nein, das ist natürlich logisch, dass es nicht selten ist, aber wenn man sich so krass ähnlich sieht, ich finde ja, der Sohn sieht genauso aus wie der Vater, wirklich 1:1, nur mit Haaren. Der Erotik-Thriller wurde und halt ein paar Jahrzehnte jünger. In dem Jahr veröffentlicht, als Kent und Michelle sich kennenlernten. Die Anklage behauptet, Michelle habe die Handlung des Films durch den gemeinschaftlichen, mit John begangenen Mord geradezu nachgestellt. Der Film sollte ursprünglich sogar während der Gerichtsverhandlung im Saal gezeigt werden. Doch das wird letztendlich abgelehnt. Ein weiteres Beweisstück ist eine Mail, die Michelle an John geschickt hat. Darin erklärt sie ihm, man könne sich für 10 Millionen Dollar eine Staatsbürgerschaft der Seychellen kaufen. Und die Seychellen würden einen nicht ausliefern, egal welches Verbrechen man in einem anderen Land begangen habe. Die Anklage sieht darin eine Implikation, dass die beiden ein schweres Verbrechen begangen haben müssen, nämlich den Mord an Kent Lapping. Im April 2007 werden Michelle Linehan und John Carlin wegen des gemeinschaftlichen Mordes an Kent Lapping schuldig gesprochen. Beide werden zu einer Freiheitsstrafe von jeweils 99 Jahren verurteilt. Das ist sehr lange, Chad. Vermutlich wirklich lebenslang. Ihnen wird vorgeworfen, Kent ermordet zu haben, um sich 1 Million US-Dollar aus seiner Lebensversicherung auszahlen zu lassen. Diese Versicherung hatte Michelle als Begünstigte vermerkt. Das dachte sie zumindest. Es war nicht mal so. Es war nicht mal so. Aber unmittelbar vor seinem Tod hat Kent Lapping Michelle aus seiner Lebensversicherung gestrichen, ohne ihr davon zu erzählen. Sollte das also wirklich der Plan von Michelle und John gewesen sein, dann ist er nicht aufgegangen, weil Kent irgendetwas gerochen hat. Michelles Anwälte bestehen aber bis zuletzt auf eine andere Version. Sie behaupten, John Carlin habe Kent im Alleingang ermordet. Er habe in ihm einen Konkurrenten im Kampf gegen Michelle gesehen und ihn ausschalten wollen, um Michelle ganz für sich allein zu haben. Johns Anwälte hingegen behaupten, Michelle habe den Mord an Kent ganz allein begangen, um sich die Auszahlungssumme seiner Lebensversicherung unter den Nagel zu reißen. Sie habe John lediglich als Strohpuppe benutzt, um ihm im Zweifel die Schuld für den Mord an Kent zuschieben zu können. Michelle habe ihn systematisch verführt und manipuliert. Boah, das glaube ich aber auch. Chat, also die hat ja in einem Stripclub gearbeitet, hat dabei gutes Geld irgendwie verdient und hat während dieser Arbeit hat sie ja die ganzen Typen kennengelernt. Und ich glaube, dass sie das schon so geplant hat, dass sie sich einen Typen angelt, der irgendwie vermögend ist oder eine gute Lebensversicherung hat, wie dieser Kent, und verlobt sich dann mit dem und lässt sich da so eintragen und dann geiert sie aber noch auf andere Männer, weil die irgendwie dann für diesen Mord herhalten müssen. Eigentlich voll die ausgeklügelte Sache, wenn der Kent nicht gewesen wäre und sie irgendwie ein paar Tage vorher aus der Lebensversicherung gestrichen hätte. Ich glaube, der eigentliche Fuchs an der Geschichte war Kent, weil der hat das doch gerochen. Kent war der eigentliche Fuchs an der Geschichte. Trotzdem werden beide verurteilt. 2008 wird John Carlin tot in einer Gefängniszelle in Alaska aufgefunden. Er verstirbt im Alter von 51 Jahren. Puh. Etwas über ein Jahr nach seiner Verurteilung. Was ist da passiert? Also gesundheitliche Ursache kann natürlich sein, aber 51 ist schon sehr jung und nach einem Jahr im Gefängnis... Er wird während einer Auseinandersetzung im Gefängnis von einem Mitinsassen erschlagen. Ja gut, okay. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung war John Carlin gerade dabei, ein Berufungsverfahren zu erwirken. Postum wird deshalb der komplette Fall gegen John fallen gelassen. Auch Michelle wehrt sich weiterhin juristisch gegen ihre Verurteilung. Sie sitzt mehr als 2 Jahre wegen des Mordes an Ken Lapping in Haft, bis ihr Urteil widerrufen wird. Das Berufungsgericht entscheidet, der Brief, den Kent an seine Eltern geschrieben hat, hätte in ihrem Verfahren nicht als Beweismittel benutzt werden dürfen. Er sei nur spekulativ. Deshalb muss 2010 eine neue Mordanklage gegen Michelle formuliert werden. Das ermöglicht ihr, gegen eine Kautionszahlung wieder auf freien Fuß zu kommen. Und 2011 wird die Mordanklage gegen sie sogar vollständig fallen gelassen. In der Entscheidung des Superior Courts von Anchorage heißt es:
Das Berufungsgericht hat wiederholt festgestellt, dass der Brief aus dem Grab das Urteil der Geschworenen in Linehans Prozess spürbar beeinflusst hat. Wenn dies bei einem Prozess der Fall war, bei dem die Beweise angefochten wurden, der Verteidiger anwesend war und die Geschworenen eine noch strengere einschränkende Anweisung zur Verwendung des Briefes erhielten, kann dieses Gericht nicht feststellen, dass Betsy Lapkins Wiederholung von Kent Lapkins anklagender Aussage in dem Brief kein entscheidender Faktor bei der Entscheidung der Grand Jury war, Anklage zu erheben. Daher sollte die Anklage abgewiesen werden. Michelle Linehan lebt inzwischen wieder mit ihrer Familie zusammen und ist eine freie Frau. Damit kommen wir ans Ende dieses... Das ist ein... Also wenn das jetzt das Ende war, ist es ein sehr unbefriedigendes Ende. Ne, weil es ist... Gut, nicht zu 100% nachgewiesen, dass sie es war, aber es liegt meiner Meinung nach schon krass auf der Hand, oder Chad? Wirklich kniffligen Falls. Immer wieder ist davon die Rede, dass Michelle während ihres Prozesses in den Medien geframed wurde. Als eine eiskalte Verführerin, die Kent ermordet und John nur als Strohpuppe benutzt hat. Michelle hingegen behauptet weiterhin, John habe Kent im Alleingang ermordet, um ihn als Konkurrenten um Michelles Liebe auszuschalten. Fakt ist, dass beide Männer nun tot sind. Und dabei auch die beiden einzigen Personen abseits von Michelle Linehan selbst, die die Wahrheit kennen. Ich bin gespannt auf eure Gedanken zu dem Fall. Was glaubt ihr? Ist Michelle eine kaltblütige, kalkulierte Frau, die darauf bedacht war, $1 Million aus der Lebensversicherung von Kent zu bekommen? Oder sagt sie die Wahrheit und John Carlin hat den Mord alleine begangen, weil er es nicht mehr ertragen hat, dass er Michelle mit Kent teilen musste? Ja, das glaube ich nicht, Chad. Das klar, ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, sie wollte die Million. Punkt. Und sie war es letztendlich. Oder beide waren es. Auf jeden Fall war das Motiv safe das Geld. Wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auch gerne ein Like und Abo. Und ja, war ein sehr, sehr gutes Video. Kuss geht raus an meine erste Reaction auf Insolito. Like ist da, abonniert habe ich ihn jetzt neuerdings. Also ich bleibe wirklich dabei. Das ging ums Geld. Das ist immer meine Schlussfolgerung aus vielen Videos, aber besonders da ging es, glaube ich, ums Geld. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. War es eher Eifersucht? Dann schreibt Eifersucht als Algorithmus-Kommentar in die Kommentare. Wenn ihr denkt, sie hat das wegen des Geldes gemacht, dann schreibt gerne mal Geld als Algorithmus-Kommentar in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten edlen Reaction. Bis dann und tschö.